Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tut mir leid für die Hintergrundgeräusche, ich habe hier gerade was auf dem Herd. Ich hoffe, das ist nicht zu laut und stört nicht. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie ich ein Schichtdessert zubereite. Und zwar ein Erdbeeren mit Speisequark und Mascarpone-Schichtdessert. Und an Zutaten braucht ihr dafür Mascarpone, eine Zitrone, Vanillezucker, Speisequark, Zucker. Hier habe ich Zartbitterschokolade, das nehme ich zum Garnieren. Das müsst ihr aber nicht nehmen, wenn ihr nicht möchtet. Dann braucht ihr noch Erdbeeren und Schlagsahne. Meine habe ich jetzt kurz in den Gefrierschrank gegeben, damit die nochmal kurz auskühlt. Und dann hole ich die gleich raus, wenn ich sie brauche. So, ich werde jetzt direkt damit anfangen, die Erdbeeren zu entstielen, zu waschen und in kleine Würfel zu schneiden. Und ich heb mir gleich noch ein paar auf zum Dekorieren oben drauf für die Becher. Ja, ich mache das jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt meine Erdbeeren klein geschnitten. Ich habe mir jetzt ca. 12 hier zur Seite gelegt. Ich werde jetzt 12 Becher machen. Ich werde euch aber die Mengenangaben für 4 bis 5 Portionen in die Infobox schreiben. Wir machen jetzt damit weiter, unsere Mascarpone und unseren Speisequark und den Zucker zu verrühren. Ich gebe das alles in eine Rührschüssel. So, dann den Puderzucker dazu. Und den normalen Zucker. Und das Ganze vermische ich jetzt mit dem Handrührgerät und dann sehen wir uns gleich wieder. Mascarpone-Speisequark-Creme geschlagen. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon eine halbe Zitrone gepresst. Ihr braucht davon ca. 2-3 Esslöffel. Deshalb braucht ihr nicht die ganze. Ich werde jetzt noch meine Sahne steif schlagen und meine Zartbitterschokolade schon mal etwas raspeln und schmelzen. Oh.
Schokolade. Bei den Erdbeeren, die ich klein geschnitten habe, habe ich noch ein Päckchen Vanillezucker reingetan und 2 bis 3 Esslöffel von dem Zitronensaft. Das werde ich gleich vermischen. Und hier ist meine geschmolzene Sahne, Schokolade. Ich werde jetzt meine Erdbeeren darin eintunken. Ich habe die jetzt hier so im Ganzen gelassen. Und dann werde ich die hier auf mein Backpapier legen. Ich habe jetzt die Erdbeeren auch noch entstielt. Ich habe jetzt auch schon einen Zeber. Ich werde die etwas abtupfen, bevor ich die in die Schokolade eintunke. So, ich werde jetzt einfach einmal hier so rundherum reingeben. Etwas abtropfen lassen und auf mein Papier legen und dort lasse ich die dann einfach trocknen. Ich werde jetzt mein Dessert füllen und zwar habe ich dafür diese Gläser hier genommen. Ich werde jetzt erstmal, ihr könnt das eigentlich beliebig füllen, ich werde jetzt erstmal mit den Erdbeeren anfangen. Ich habe hier meine Mascarpone-Creme, die ihr gesehen habt, in den Spritzbeutel gefüllt mit einer runden Fülle, damit es einfacher zu befüllen ist. Ich habe jetzt meinen Spritzbeutel etwas zu sehr gefüllt, weil mir spritzt es jetzt oben auch raus. Aber das werde ich jetzt gleich sauber machen. So, dann gebe ich nochmal eine Schicht von den Erdbeeren rein. So, ich werde jetzt nochmal eine Schicht Mascarpone drauf geben. Dann nochmal eine Schicht Erdbeeren und als letztes werde ich dann die Sahne drüber geben. Etwas von den Schokoraspeln. Die
Schokoraspeln habe ich jetzt drauf und dann gebe ich jetzt eine von meinen Erdbeeren, die ich mit der Schokolade überzogen habe, einfach oben drauf. So. So, meine Schichtdessert habe ich jetzt in meine Gläser gegeben. Ich zeige euch nochmal die Schicht einmal vom Nahen. Ich habe jetzt hier 3 Gläser gemacht. Ich werde euch die genauen Mengenangaben in die Infobox schreiben. Ich habe das hier jetzt auch noch mit Physalis dekoriert. Ihr könnt aber zur Deko nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt die auch dazu essen. Ich finde, das passt sehr gut zu Erdbeeren. Das ist wirklich ein sehr einfaches Dessert, was auch sehr schnell geht. 10 Minuten oder seid ihr damit durch. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Like und Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!